Das Besondere an Stabilo sind die Menschen, die hier arbeiten. Wir legen viel Wert auf kreativen Spielraum, sind aber sehr ambitioniert bei unseren Zielen. Seit 3 Jahren bin ich bei Stabilo. Damals, als ich mich für das Unternehmen entschieden habe, war es mir wichtig, etwas zu bewegen, vielfältige Aufgaben zu haben und ein Produkt, das mich begeistert. All das habe ich hier. Ich werde immer gefragt, Stift ist ein Stift, was gibt es da eigentlich noch zu entwickeln? Das Produkt ist da, das Produkt funktioniert. Ich bin jeden Tag wieder überrascht, wie viel Hirn man eigentlich reinstecken muss, um dieses komplexe, aber interessante Schreibsystem besser zu verstehen. Dazu sind wir hier in der Forschung und Entwicklung ganz gut aufgestellt. Wir haben Mitarbeiter, die haben über 40 Jahre Erfahrung in dem Bereich, haben aber auch ganz junge Mitarbeiter. Und wir versuchen ständig über Masterarbeiten, über Praktika, Impulse von außen für die Abteilung zu gewinnen. Ich habe bei Stabilo als ungelernter Leiharbeiter angefangen, habe dann meinen Festvertrag bekommen und habe dann anschließend eine Umschulung zum Fertigungsmechaniker gemacht und bin jetzt fest angestellter Fertigungsmechaniker in der Produktion. Ich habe bei Stabilo als Industriemechaniker angefangen, habe mich dann nach einiger Zeit intern beworben für die Projektwerkstatt. Wir sind ein kleiner Sondermaschinenbau. Ich habe dann mich weitergebildet als Konstrukteur. Das heißt, ich habe mein Aufgabenfeld komplett geändert. Ich bin jetzt am Konstruieren von Sondermaschinenbauen oder Vorrichtungen. Ich habe viel Kontakt mit unseren Lieferanten, arbeite mit SAP. Und das Ganze ist mir möglich geworden, weil ich mich bei Stabilo halt gut fortbilden konnte. Was mir besonders gut gefällt an Stabilo, ist die lange Zusammenarbeit mit meinen Kollegen. Wir sind eigentlich ein richtig familiäres Team. Ich bin seit 16 Jahren bei Stabilo, habe in der Produktion in Schicht gearbeitet und naja, nach meinem zweiten Kind ist das nicht mehr gegangen. Habe ich mich für eine Teilzeitstelle beworben und ja, seit 5 Jahren arbeite ich dann in Teilzeit. Ursprünglich komme ich aus dem Qualitätsmanagement. Mit SAP ermöglichte mir das Unternehmen den Quereinstieg in die IT. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Meine Geschichte bei Stabilo begann vor 4 Jahren als Praktikantin. Ich hatte da mega Glück, dass ich direkt als Produktmanagerin übernommen wurde. Die Aufgaben sind sehr vielfältig, die reichen von der Produktentwicklung über die Produkteinführung bis hin zur Sortimentspflege und ich wusste einfach von Anfang an, dass ich hier bleiben möchte. Ich arbeite bei Stabilo in der IT und hier betreue ich SAP-seitig den Vertrieb im Tagesgeschäft und in der Projektarbeit. Meine Arbeit ist anspruchsvoll und das mache ich zurzeit in Teilzeit und aus dem Homeoffice heraus, weil ich 2 Kinder habe und Stabilo mir auch die Möglichkeit gegeben hat, meinen Job weiterzumachen nach der Elternzeit auf der gleichen Stelle. Ich bin jetzt seit 25 Jahren bei Stabilo und egal in welcher Abteilung ich war, ich habe mich immer wertgeschätzt gefühlt und super aufgenommen. Und ich durfte mich auch immer verändern, wenn ich das wollte. Ich fühle mich hier wirklich super wohl. Ich mag die Arbeit bei Stabilo, weil ich freien Raum für Initiative habe. Für mich das ist besonders spannend, international Displaylösungen anzubieten. Und ja, ehrlich gesagt, die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus ganz Europa macht echt viel Spaß. Ich fand die Stifte schon immer cool, also war es auch irgendwie naheliegend, dass ich mich bei dem Unternehmen bewerbe, das die Stifte produziert. Arbeiten bei Stabilo macht einfach Spaß, weil sich hier alle Leute auf Augenhöhe begegnen. Als ich vor knapp 8 Jahren zu Stabilo gekommen bin, hatte ich sofort das Gefühl, hier kann ich alt werden, weil ich endlich angekommen bin.